Udo.de. Was geht ab, Leute? Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Ich habe Post bekommen und zwar die Vive Cosmos endlich. Sie ist angekommen und ja, in diesem Video werden wir die erstmal auspacken. Ich habe ja schon meine ersten Eindrücke euch gezeigt, als ich in den USA war. Deswegen schauen wir uns jetzt mal den Packungsinhalt an. Ich bin sehr gespannt, wie das alles so aufgebaut ist und was da drin ist und das werden wir uns dann wohl jetzt mal anschauen. Ja, ich bin der Bude, bei mir gibt es alles zum Thema Virtual und Augmented Reality. Also abonniert mich, drückt die Glocke, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Danke an meine Sponsoren, Woodgrowth VR, Open Events, Peter Wasmeister, Ronix, Anni de Felser und VR Ambassador. So, Freunde. Das machen wir jetzt mal auf. So, es ist gerade mit UPS angekommen. Hat auch diesmal gut funktioniert, da kann man überhaupt nicht meckern. Oh ja, da ist eine schwarze Packung. Da haben wir es. Oh, ho, ho. Guck mal. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, so. Und hier unten ist gar nichts. Hier steht überall noch, hier steht Viveport noch drauf. Und hier unten steht gar nichts drauf. Und was steht hier drauf? Die ganzen technischen Daten. In the box, System Requirements. Ja, was da alles drin ist. Ja, ich würde sagen, dann, wie geht das auf? Zur Seite schieben. Ja. So, das lege ich mal hier zur Seite. Und jetzt, oh, hier ist noch so ein Nüppel. So. Den machen wir doch mal auf. Zack. Klebe ich mal hier unten auf den Karton. So. Und ich würde sagen, jetzt machen wir das doch mal auf. Und. Oh, was haben wir denn hier? Vive Setup. Okay. Linkbox. Ja, das ist ja so das Übliche. Aha. Download and Setup. Aha. Gut. Das ist schon mal interessant. Hier haben wir den Code für Viveport. Wunderbar. So, den tue ich jetzt mal hier unten hin. Ja, hier haben wir das gute Stück. Achso, wir sollen zuerst, okay, die Software installieren, aber das machen wir jetzt natürlich erstmal nicht, sondern wir gucken, was hier drin ist. Jetzt haben wir hier einmal, oh cool, Vive-Sticker. Juhu. So. Was war das? Achso, hier. Achso, das waren die Sticker, ne? Genau. Sticker haben wir, dann haben wir hier nochmal den Packungsinhalt, was hier alles drin ist. Genau. Dann haben wir hier Measure Your. Ah, den. Ja, ist ja interessant, um den IPD zu messen. Das ist ja auch abgefahren. Nicht schlecht. Und hier haben wir eine Safety and Regular Guide und die Garantiekarte. Ja, das Übliche. Und hier haben wir jetzt noch einen zweiten Kasten. Das schauen wir uns auch mal an. Huch! So, da haben wir jetzt hier einmal ein USB-Kabel. Dann haben wir, das sieht aus wie ein DisplayPort auf Mini-DisplayPort-Kabel. Dann haben wir ein Reinigungstuch. Dann haben wir ja, den Stromadapter. Und hier ist noch so ein kleines Kästchen. Da müssen wir mal reingucken. Und hier ist die Linkbox drin. So. Wunderbar. Ja, hier haben wir dann das Strom, Mini-Displayport, USB. Und auf der anderen Seite für die Vive Cosmos dann den Anschluss. Sehr schön. Und hier haben wir dann das Headset. Hier sehen wir diesen Anschluss, den wir gerade an der Linkbox gesehen haben. So. Ui, 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 ui. Guckt euch das feine Ding hier an. Wow, das sieht toll aus, oder? Ja, überall noch die Kameras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nicht schlecht. Hier die Kopfhörer sind alle noch einzeln eingepackt. So,
Ja, dann sehen wir jetzt hier auch einmal. Hier ist auch noch ein Schutz dran für die Augen. Genau. Dann machen wir den anderen auch noch eben ab. Dann sind wir es los. So. Wow, das sieht gut aus. Das sieht echt toll aus. Schön, schön hochwertige VR-Brille. Ja, hier seht ihr es auch nochmal schön, die Linsen und alles. Ja, sehr cool. Ja, und hier haben wir das Flip-Up-Design. Wir können das also auch wirklich dann hoch und runter klappen. Das hat auch nicht jede Brille. Ja, das ist die Brille. Und dann haben wir natürlich... Oh, was ist das denn hier? Hier ist noch ein kleines Paket. Hä, mit einem noch kleineren Paket drin. Ah, da sind 4 Batterien. Okay, gut, das ist ja easy. Und dann haben wir hier noch die Controller. Wieso kommen die nicht raus? So. Die sind schon schwer ohne Batterien. Da sind sie. So sehen die feinen Teile aus. Boah, das sind richtig krasse Klötze, ne? Junge, Junge. Ja. Thumbsticks, Knöpfe, Grip-Buttons, 2 Trigger. Das ist abgefahren. L1, L2 und R1, R2. Sehr krass. Ja. Und wo kommen denn die Batterien überhaupt rein? Hier an der Seite. Genau. Ja, so wie es im Moment aussieht, müsst ihr die ja relativ oft wechseln. Wobei die ersten schon sagen, sie halten 6 Stunden. Ja, das ist aber so der Inhalt von dieser Packung. Mehr ist da nicht zu sagen. Ich denke, das ist ganz cool so. Und ich werde mir natürlich jetzt... Also ich habe ja schon die ersten Eindrücke gepostet. Da habe ich ja schon auch gemerkt, dass das Tracking sehr, sehr schlecht ist von dieser Brille. Aber HTC will ja tatsächlich das noch fixen. Die wollen ja, die sind sich der Sache im Klaren, warum auch immer sie das vorher nicht gemerkt haben. Das kann ich mir im Leben nicht erklären. Aber sie wollen das jetzt fixen, das Tracking. Und bis dahin macht es in meinen Augen keinen Sinn, wenn ich euch jetzt ein Review zeige, weil es... Ich würde diese Brille in Grund und Boden bewerten, weil du halt einfach nicht damit vernünftig zocken kannst mit diesem Tracking. Ne? Das ist halt nicht schön und deswegen werde ich jetzt einfach mal warten, bis das Tracking gefixt ist von dieser Brille. Wie lange das dauert, weiß ich nicht. Das werden wir dann mal sehen, aber bis dahin warte ich dann erstmal, weil ne, sonst bringt das nichts. Also Leute, abonniert mich, dann werdet ihr irgendwann das Review sehen von dieser Brille und wenn ihr mich supporten wollt, wäre das natürlich abgefahren, wenn ihr meinen Amazon-Link benutzt, wenn ihr irgendwas auf Amazon kauft oder wenn ihr mich mit einem Dollar oder Euro im Monat über die YouTube-Kanalmitgliedschaft unterstützt oder Patreon werdet. Dann kriegt ihr auch hinter den Kulissen-Videos. Das wäre schön. Ansonsten gerne Twitch Prime und wir sehen uns dann beim nächsten Mal in der virtuellen Realität. Bitte den Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat. Haut rein. Ciao. Wude.de